der Untersberg im Berchtesgadener Land. Zu seinen Füßen liegt die Werkstatt von Richard Kranerbettvogel. Der gelernte Schreiner macht sogenannte Lorfen. Schaurige Tier- und Teufelsmasken für die neue Saison der Perchten-, Butten-, Mandel- und Campusläufe. Diese hier wartet gerade auf ihren neuen Besitzer. Ja, der Krampuslauf ist bei uns einfach unwahrscheinlich wichtig für die jungen Burschen. Da werden sie zum Mann, sagen wir einfach so, da werden sie zum Mann, von einem Burm zu einem Mann. Und bis 15 Jahre dürfen sie ja nicht mitlaufen. Und dann, wenn die 16 Jahre sind, da haben die haben einfach einen Enthusiasmus. Das ist ein Wahnsinn, gell? Früher ist er selbst Krampusläufer gewesen. Doch das ist ein gewaltiger Kraftakt. Außerdem dürfen nur unverheiratete Männer mitmachen. Richard weiß noch, wie er seine erste Larve bekommen hat. Ich habe 3 Wochen überhaupt nicht mehr schlafen können, bis ich es dann endlich holen habe dürfen. Ne? Du wirst den Burschen wahrscheinlich auch gehen. Der hat nämlich schon ein paar Mal angerufen, ob es fertig ist und nicht. Und ich habe ihm nichts gesagt. Ne? Aber der kommt ihm heute und haben wir gespannt, wie es ausschaut. Vorher will Richard ihm die Larve noch auspolstern. Wenn jetzt kein Polster oder Rehleder nicht drinnen war, dann tat das am Gesicht scheiern. Also das war ziemlich hart am Gesicht. Es gibt schon ein paar harte Hunde, die es nicht haben. Aber die schauen halt noch aus, gell? Da blau, da abgescheuert, da abgescheuert. Die Verletzungsgefahr ist groß, auch weil es bei dem etwa 8 Stunden langen Lauf ziemlich wild zugeht. Und da kommt er, der zukünftige Besitzer der Larve. Fabian Wagasch, Krampus-Anwärter. Und, schaut's aus? Bist du gespannt, oder? Ja, voll. Jetzt pass mal auf. Jetzt schauen wir mal, was du dazu sagst. Ja, schaut gut aus. Musst du jetzt eigentlich dein Taschengeld zusammenkratzen? Ja, das ist jetzt mein letztes Geld, das ich hab. Dann vielleicht krieg ich von meiner Mutter jetzt noch zu Weihnachten vom Geld dazu. Probier mal, ich hab schon ein bisschen vorpolstert. Jetzt schauen wir, ob's hebt. Also wie es dir tut vom Gesicht her. Siehst gut aus. Ja, schon. Die Larve muss perfekt sitzen. Also wenn sie ihm dann beim Laufen verrutscht und er sieht nichts mehr, das ist halt dann schlecht, gell? Weil er kann sich selber verletzen oder irgendwelche Passanten verletzen. Und das sollte jetzt natürlich nicht der Fall sein. Gell? Zuletzt klebt Richard noch das Ziegenfell an. Jetzt gib wieder mal in den Spiegel und dann kannst du dir mal anschauen. Wie du ausschaust. Ja, schaut gut aus. Freut mich. Doch dann kommt Richards 6-jährige Tochter, Josefa, vorbei. Ja, du hast keine Angst, kommt alles gut. Mami, alles gut. Ich will nicht. Ach du weiter. Eine ungewollte Generalprobe. Eigentlich kennt sie die Larven ihres Papas, aber nur, wenn sie sich nicht bewegen. Jetzt, Kind, wenn weinen tut, dann ist das schon schwierig zum Ertragen, aber es gehört dazu. Dankeschön, gell? Dann bis weiter. Noch 2 Wochen bis zu Fabians Premiere. Dann werden die 2 sich wiedersehen. Und es wird sich zeigen, ob Fabian den kräftezehrenden Lauf schafft. Richard muss sich jetzt dranhalten, denn es müssen noch 3 weitere Larven für Fabians Krampusgruppe fertig werden. Allein im Talkessel von Berchtesgaden gibt es 47 solcher Gruppen. Sogenannte Bassen. Und es hat sich längst herumgesprochen, dass Richard eine besondere Hand fürs Schaurige hat. Das Schnitzen hat er sich selbst beigebracht. Vorlagen oder Skizzen braucht er nicht. In der Regel habe ich alles im Kopf. Ich kann es ja nicht mehr aufzeichnen, weil ich kann nicht zeichnen. Obwohl es erst 3:30 ist, dämmert es bereits. Dezember und Januar sind in den Bergtälern die Zeit der langen Finsternis. Straßenbeleuchtung gibt es nicht. Das Nicht-Sehen-Können schärft die Sinne. Es schürt aber auch die Angst. Angst vor Gefahren, aber auch vor der Macht des Bösen. Genau dieses Böse sollen die Krampei austreiben, indem sie selbst Furcht und Schrecken verbreiten. Und dann ist er endlich da, der Tag von Nikolaus. In Engedei, einem Ortsteil von Bischofswiesen, trifft sich Fabian mit seiner Gruppe, den Engedei-Krampei, zum Ankleiden. Die meisten der 17 Krampei sind schon fertig.
Fabians Schaffellgewand ist eh schon schwer und eng. Aber dann schnüren es ihm die ehrenamtlichen Ehemaligen noch enger, damit die Glocken nur ja fest genug sitzen. Jetzt ist gerade brutal heiß. Aber ich glaube, dass wenn wir draußen sind, dass dann schon geht. Kratzen und sowas tut es nicht. Weil innen ist ja hier, ist es ja Leder, das kratzt ja nicht. Auch Larvenschnitzer Richard hilft beim Ankleiden mit. Ich bin eigentlich halber dabei. Freilich, ja, das gehört dazu. Schließlich hat er für diese Bass fast alle Larven geschnitzt. Bis zu 30 Kilo wiegen allein die Glockenkränze. So, Baby, die hat jetzt einmal 1,5 Kilo, gell? Ja. Das wärst schon der Backen heute. Weil wenn ich mir deine Glocken so anschaue, ist das ein Klacks für dich. Ich hoffe mal, dass ich es schaffe. Die schaffst du locker. Naja, noch müssen die Burschen nicht aufstehen. Doch draußen versammeln sich immer mehr Schaulustige aus dem Ort. Jetzt wird die Sache ernst. Aus den Burschen werden Teufelskerle. Ein großer Moment für alle. Wen werden sich die Grampei gleich schnappen? Wen werden die Hiebe ihrer Ruten treffen? Doch bevor sie loslegen dürfen, holen die Engedei-Grampei ihren Nikolaus ab. Und dann wird noch gemeinsam der Toten gedacht und gebetet. Vater unser im Himmel, heilig werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Nur mit Gottes Segen dürfen die Teufel wüten. Noch vor etwa 300 Jahren ist der Krampuslauf ein Perchtenlauf gewesen, ein heidnischer Brauch. Der Bischof wollte ihn deshalb verbieten. Da die Bewohner im Berchtesgadener Tal aber partout nicht davon lassen wollten, stellte er den teuflischen Geisteraustreibern den Nikolaus voran. Und da ist Fabian. Die Zuschauer sollten jetzt besser in Deckung gehen. Wie gut, dass kein Schnee liegt, sonst würden sie eingeseift. So aber kommen sie mit ein bisschen Ruß aus dem Höllenfeuer davon. Dann zieht die Bass den ersten Hang hinauf. Jetzt, wenn ich über die so schaue, jetzt laufen sie da hinauf. Das ist schon gewaltig. Und wenn ich dann meine eigenen Larven sehe, das ist für mich eine Bestätigung dafür, dass die Arbeit, die ich das ganze Jahr mache, eigentlich auch Anklang findet. Die Buben, die müssen da schon ein bisschen drauf schauen, dass sie auch körperlich fit sind. Nee, sie machen da schon so 2-3 Monate vorher ihre körperlichen Übungen, Laufen und so, weil sie haben ja doch 40-50 Kilo am Körper zusätzlich und das ist extrem anstrengend. Fabian hat nicht trainiert. Schafft er es trotzdem? Rast vor dem ersten Hof. Das Haus ist klein, deshalb dürfen wir nicht mit rein. Erst beim nächsten Haus, dem der Modereggers. Hier wird für den Nikolaus noch fleißig geübt. Die ganze Familie wartet gespannt. Jetzt kommt die Aufregung, langsam. Wir gehen doch eh schon. Jetzt wird sich zeigen, ob die Kinder artig gewesen sind. Buttmandel habe ich auch dabei. Jetzt brauchen heute ganz gewiss. Bei Ock steht, habt schon alle Hand. Fangen wir doch mal mit der Verena an. Gitarre spielen du hast recht gern, gell? Ja. Schön. Aber ab und zu ein bisschen recht zickig. Oder? Jetzt mit Christoph und mit Michi weiter. Das mit den YouTube-Videos, das könnt ihr mal gleich bleiben lassen, gell? Mhm. Versprecht es mal? Ja. Ja. Und weil die Kinder von nun an brav sein wollen, gibt's am Ende doch noch Geschenke. Eine kleine Verschnaufpause. Für die Jahreszeit ist es viel zu warm. Das macht die Grampei zu armen Teufeln. Sau heiß ist.
Ich schwitze, es ist nicht mehr schön. Und glaubst du, du packst es noch die ganze Nacht? Ja, packen wir es auf jeden Fall. Ein bisschen zapfig, glaube ich, wird's dann. Das Adrenalin hilft. Muss es auch. Schließlich geht es noch weiter. Bis Mitternacht werden die Krampei mit Fabian noch unterwegs sein, um das Böse zu bekämpfen und die Geister der Finsternis auszutreiben.